Herzlich willkommen zur nächsten Tomodachi Live-Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin Suivo und wie immer besuchen wir zuerst das Rathaus, um einen neuen Nie zu erstellen. Und zwar erstellen wir heute den Julius. Nehmen wir an, dass er dann auch männlich sein soll. Folgende Angaben habe ich. Ich habe blonde Haare und bin ein Junge. Okay. Haare, das Gesicht ganz rund, eine normale Nase, also Gesicht ganz rund. Ich denke, das hier ist am rundesten. Das hier ist eher ein Ei. Nimm das da, ganz rund. Haare, erste Seite ganz oben rechts, okay? Erste Seite ganz oben rechts. Diese. Das Gesicht ganz rund, eine normale Nase. Augen, erste Seite. Erste Auge, zweite Zeile von oben, also das da, zweite Zeile von oben, Mund ist mir egal, nur keinen Frauenmund, okay, schauen wir mal, machen wir einfach ein Lächeln hier, genau sowas, Augenbrauen wurde nichts gesagt, die sind vielleicht ein bisschen groß, finde ich, persönlich, machen wir die doch. So, kein Frauenmund. Mund hatten wir schon. Eine Brille wurde noch gesagt. Eine rote Brille. Dünn und eher klein. Rot, dünn. Frage ist, vielleicht ist das jetzt eher. Was die hier finde ich eher halt nicht so stylisch irgendwie, diese runden. Ich mag runde Brillen nicht. Eher klein. Vielleicht ein bisschen zu klein. Ich finde, es passt aber auch zu den großen Augen jetzt nicht so doll. Weil irgendwie die über die Augen drüber stehen. Das sind halt eher so Sonnenbrillen. Finde ich ein bisschen blöd. Ich denke, dass die hier am besten passt, irgendwie zu den großen Augen. Vielleicht müssen wir die Augen dann noch ein bisschen kleiner machen, das können wir mal gerade versuchen. Machen die Augen ein bisschen kleiner und nehmen dann die Brille. Aber das ist trotzdem vom Verhältnis her Quatsch. Machen wir es so. Wenn es noch was anderes sein soll, dann einfach nochmal in die Kommentare hauen. Dünn und eher klein. Achso, dünn und eher klein war wahrscheinlich darauf bezogen, wie die Körpergröße sein sollen, gar nicht auf die Brille. Fällt mir gerade auf. Ich lasse es trotzdem mal so. Dünn und eher klein. Und einfach mal hier die Standardgröße. Zu klein ist ja auch nicht schön. Ach ja, und ich heiße Julius. Die Persönlichkeit ist mir ebenfalls egal. Würde mich echt freuen, wenn du mich in dein Nie-Apartment aufnehmen könntest. Ja, das machen wir ja gerade. Also Vorname ist Julius. Das hört sich da auch gut an. Nachname gab es keinen, also ist es WePlay. Bei allen, die keinen Nachnamen angeben. Muss ja auch nicht sein. Bisschen geschützt sollte man im Internet ja trotzdem noch sein. Julius. Julius. Geburtstag wurde, glaube ich, auch keiner angegeben. Dann darf ich mir mal da einen aussuchen. 29.06. Das klingt doch gut. Oder wir haben heute haben wir den 13.06. Das heißt, du hast heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Dazu, ja, gibt es keine Angabe, machen wir 1990. Lieblingsfarbe, wurde dazu was gesagt? Ich glaube nicht. Ich lasse es aber mal bei Rot, weil die Brille rot war und das ja scheinbar doch schon so ein bisschen eine Lieblingsfarbe sein könnte. Persönlichkeit ist mir ebenfalls egal, okay. Ich bin Julius Eckler. Ich finde die Stimme einfach am angenehmsten. Okay, er handelt eher ein wenig schnell. Spricht ein bisschen sanft. Ausdruck ist eher lebhaft. Denkweise ist eher sorglos und insgesamt doch ziemlich normal, würde ich sagen. So, machen wir den.
Lebhaft, erster Eindruck offen, Charakter intuitiv, vital, impulsiv, optimistisch und begeisterungsfähig. Kumpeltyp, Genießertyp, der auch mit neuen Leuten sofort gut zurechtkommt, kann auch harte Arbeit als spannende Herausforderung sehen. Alles klar. Oder sind viele Leute, die was von uns wollen? Okay, der Julius. Gehen wir doch direkt mal zu ihm und sagen erstmal Hallo, würde ich sagen. Bevor wir uns heute wieder um alle Leute kümmern. Ich bin Julius. Ich hab an allem Spaß, was ich mache. Ja, das ist doch die perfekte Einstellung. Hauptsache, man hat Spaß. Ups. Das ist so blöd, dass mir das hinfallen lassen kann, ey. Aber was soll's. Findest du gut? Alles klar? Satt bist du damit dann auch schon? Alles klar. So, hier wollte jemand spielen. Der JD möchte spielen. Dann gucken wir doch mal. Hast du Lust auf ein Spielchen? Ja, natürlich. Beste Freunde mit dem Hulk. Alles klar. Hut-Silhouetten-Quiz. Okay. Das kann ja nichts sein. Was wird es wohl sein? Was ist denn ein Kuchenhut zur Hölle? Könnte ein Kinderhut sein. Die richtige Antwort ist... Ich weiß nicht, was ein Kuchenhut ist. Das ist das Problem. Es war ein Kinderhut. Okay. Also eins habe ich mich zumindest noch nicht blamiert. Was wird es wohl sein? Hasenohrschleife eher nicht. Apfelhaarclip. Mechkappe. Was ist denn eine Mechkappe? Ich nehme das mal. Ist irgendeine Haarspange oder so, ein Clip oder sowas. Apfelhaarclip. Ist klar. Zur Hölle nochmal. Schade, schade. Aber das machen wir demnächst. Bitte nicht, ich kenne mich mit Hüten absolut nicht aus. Danke für die Taschentücher oder Kosmetiktücher. So, du hast ein bisschen Hunger, dann kriegst du was zu essen. Oder ein bisschen Hunger, dann kriegst du mal hier sowas hier. Bitteschön. Willst du gut? Okay, und der ist lecker. Sogar Platz 1 von Marc Gerne. Ist ja cool. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Okay. Hab 18 Spray. So, die Mütze hast du ja gesagt gehabt, die gefällt dir ja. Das ist doch schon mal gut. Was haben wir denn eigentlich noch so für Mützen? Eigentlich haben wir gar keine guten Mützen mehr. Naja, gut. Also mit dir sind wir erstmal wieder fertig, JD. So, was geht denn hier noch ab? Die Tabea ist hier. Dann gehen wir doch mal zu Tabea. Hallo. Hallihallo. Schön, dich zu sehen. Hallihallo. Hallihallo, Hallöle. Ein Döner wäre jetzt echt lecker. Okay, wo kriege ich denn einen Döner her? Gucken, ob wir Döner kaufen können. Willkommen. Da auf jeden Fall schon mal nicht, aber wir können hier mal einkaufen generell. 5 Brathähnchen, $100 oder 100 Euro ist ganz schön viel. Muss ich sagen. Das ist so. Peking-Ente. Ist auch so teuer. Die haben heute nur teure Sachen. Und Schwarztee. So, dann gucken wir mal in den Katalog. Ein Döner wollte sie haben. Rollmops. Okay. Den hatten wir ja, glaube ich, schon gekauft. Den wollte auch jemand essen. Ich weiß gerade nur nicht mehr, wer. Da gucke ich für die nächste Folge nochmal nach. Hier kann kein Döner dabei sein. Also Döner gibt's hier nicht. Tut mir leid. Das tut mir ein bisschen leid. Also Döner gibt's nicht. Tut mir leid, Tabea. Oder haben wir den schon gekauft? Und ich weiß es noch nicht mehr. Nee. Kriegst mal ein Brathähnchen. Bitteschön. Döner gibt's nicht. Döner ist aus. Die Dönerbude muss erst noch gebaut werden. Fand sie absolut lecker. Immerhin. Das hat schon mal gestimmt. Dann bist du auch bedient. Sehr schön. Dann geht's weiter, würde ich sagen. Oh, hier möchte jemand spielen. Der Benjamin möchte spielen. Spielen wir natürlich. Komm, spielen mit. Ja, natürlich. Wir spielen. Was? Schnappen? Ach, das ist das schon wieder. Das habe ich erst einmal gespielt und habe es versaubeutelt. Es geht los.
Nur zwischen uns beiden. Ich frage mich dauernd, wann ich ihn fallen lassen soll. Aber ist ja schade. Ah, knapp. Nochmal. Nur noch einmal. Verstanden? Es geht los. Komm schon. 2 1 Nächstes Mal aber wirklich. Du Arsch. Nur zwischen uns beiden. Ich frage mich dauernd, wann ich ihn fallen lassen soll. Du musst nur ablenken, das ist das Hauptproblem. Aber ist ja eigentlich schade. Das war zu schwer. Ich krieg das nicht hin. Weil es so blöd ist, wenn man oben auf dem Monitor, auf das obere Bildschirm gucken muss und der dann irgendwie in den unteren reinfällt. Das ist so kompliziert. Schade, schade. Aber das machen wir demnächst. Da ist meine Augenkoordination nicht gut genug. So, Hunger hast du auch? Kriegst du auch was zu essen? Du hast noch keine Fleischbällchen. Wieso das nicht? Jeder sollte Fleischbällchen gegessen haben bei uns. Und der echt lecker. Platz 2 hinter Kirschen, aber... Okay, Level Up hast du auch. Du wolltest einen Rap-Song haben, den zusammen mit Suebo singen. Achso, du hast den Rap-Song schon. Gibt's denn irgendein Lied, was wir noch nicht hatten? Musical hatten wir, glaube ich, noch nicht. Da versuchen wir jetzt damit mal. Ich weiß nicht, ob Suebo schon den Rap-Song hat, deswegen keine Ahnung, ob man damit ein Duett dann machen kann. Weil die brauchen ja beide das Lied. Dann hören wir uns mal das Musical an. Vorgeführt von Benjamin. Hast du mich schon mal geliebt? Mit so viel Elan? Uiuiui. Schon mal allein, völlig ohne Plan. Dann weißt du, was ich mein. Ich erzähl dir, wie es ist. Wir sind die Größe hier. Unser nur wir zwei. So ist es nun einmal und alles andere einerlei. Ich weiß nicht, ich fand das Lied jetzt so mit am besten bis jetzt, verrückterweise. Verrückterweise fand ich es mit am besten. Na, das ist doch gut. Nö. Ups, jetzt habe ich ja gedrückt. Macht aber nichts, scheinbar. Dann sind wir beim Benjamin auch schon wieder durch. Der Conan, der möchte unbedingt seinen Halbanzug loswerden, weil es eben nur ein halber Anzug ist. Guten Tag. Okay. Was hast du denn? Ich wäre so gern mit Tabea befreundet. Ja, kein Problem. Stell dich vor. Ich würde mich so gern mit ihr unterhalten. Nur worüber? Oh, das ist eine gute Frage. Wir machen mal die Gerüchteküche, das finde ich interessant. Ich gehe sofort los und rede mit ihr. Würde mich mal interessieren, was es so hier auf der Wibler-Insel an Gerüchten gibt. Fällt mir jetzt erst auf, dass die Klamotten voll zur Einrichtung passen. Von der Farbe her. Voll lustig. Okay, die mögen sich, das ist doch gut. Ja, das ist gut gelaufen, das freut mich für dich. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Gerne, gerne. Gut, dass wir ein bisschen Cash dafür kriegen. Bitte sehr, ein kleines Essen ist doch relativ teuer. Oh, eine Bratpfanne. Vielleicht können wir dann irgendwann Essen selber kochen. Hühnchen, was hältst du da davon? Bitteschön. Irgendjemand wollte den Rollmops essen, ich weiß nicht mehr wer. Ich muss in den Kommentaren, wie gesagt, für die nächste Folge nochmal nachschauen. Also ich habe es gelesen, ich werde dran denken. Für die nächsten Episoden. Ballettleitfaden ist vielleicht ein bisschen... Kriegst du mal einen Fußball zur Fußball-WM? Habe ja gesehen, du nimmst auch am Tippspiel teil. Freut mich natürlich. So. Achso, wenn man den Anzug wollte ich doch noch ändern. So, was gibt's denn hier? Was hältst du denn da davon? Das finde ich eigentlich ganz schick. Mal schauen, wie es aussieht. Ja, das ist doch ganz cool, finde ich. Gefällt ihm auch ziemlich gut. Ist auf jeden Fall besser als der Anzug, denke ich. Alles klar, bist du auch wieder eingekleidet. Anständig. So, wann mal hier waren wir, hier waren wir, hier waren wir. Bei JD waren wir auch. Also, da ist erstmal nichts los. Hier oben, Pikachu möchte spielen, dann gehen wir doch zum Pikachu. Sehr gut. Spiel mit mir. Ja, natürlich. Man möchte so ein Spiel in Pokémon. Karten. Ach, die alte Jungfrau schon wieder.
Glückwunsch. Danke. Wir nehmen mal das große Paket. Oh, was ist das? Oh, Matroschka-Kuppen. Diese ineinander-Steckfiguren oder Puppen. Brathähnchen, was hältst du da davon? Ist ganz schön teuer. Wie, es schmeckt dir nicht? Oh, findest du absolut lecker. Platz 1. Okay, aber ist noch keine Leibspeise, leider. Bisschen schade. Dann sind wir bei dir auch wieder fertig, Pikachu. Beim Hui waren wir noch nicht. Gehen wir mal zum Hui noch. In dieser Folge. Der hatte nämlich noch ein paar Änderungswünsche. Dann kann ich die in der Folge noch unterbringen. Du hast Hunger? Das ist ja gern, das ist ja kein Problem. Das mache ich ja hier gern dich füttern. Bitteschön. Zack. Fand er echt lecker. Sogar noch vor den Fleischbällchen. Okay, dann editieren wir dich nochmal. Und zwar, deine Lieblingsfarbe ist blau und nicht rot. Immer das dunklere Blau. Okay, der Geburtstag ist der 11.8. Machen wir das da auch noch. So, zack. Sonst war, glaube ich, nichts. Du wolltest dann nur noch was geschenkt bekommen. Ein 3DS und mit Rektalin singen. Aber das geht ja noch nicht. Das geht ja erst, wenn du deinen Level-Up hattest. So, dann haben wir das auch wieder erledigt. Ah ne, die Standard-Haare wolltest du auch noch, sehe ich gerade. Die sind ja, sind mir jetzt beinahe durch die Lappen gegangen. Also die Standard-Haarfarbe war es. Das hier. So. Bevor es mir noch durch die Lappen geht. Mensch, Mensch, Mensch. So, dann war's das. Und dann würde ich auch sagen, machen wir erstmal einen Cut an der Stelle. Kommen ja auf jeden Fall noch ein oder zwei Folgen heute. Ich weiß es noch nicht genau, wie ich es schaffe. Eine aber auf jeden Fall. Und ja, da werden wir dann erstmal die Ereignisse alle machen und auch noch die restlichen Bewohner zufriedenstellen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bis dann.